Der folgende Beitrag zur Gründerwoche Deutschland 2020 entstand mit Unterstützung des Gründungszentrums Zukunft Lausitz. Es ist wohl ein Traum vieler Kinder, einmal einen Tag auf dem Ponyhof zu erleben. Christine Bono mit ihrem Ponyhof Kudova aus Schönewalde macht diese Träume wahr. Ihren Imbisswagen hat sie vor einigen Jahren zum Wohle leuchtender Kinderaugen getauscht, wohl die beste Entscheidung ihres Lebens. Weil ich von klein auf an schon reite und mit Pferden zu tun habe und habe dann gesagt, dann machen wir halt einen Ponyhof. Von Westernreiten, Kindergeburtstagen, Springreiten, Dressur, Freizeitreiten, alles was dazu gehört. Die Jüngsten sind zwischen 3 und 4, also da ist dann eher Pony führen und ab 4 Jahren langsam anfangen mit Reitunterricht. Ich möchte Stallung ausbauen, dass ich auch Großpferde aufnehmen kann als Einsteller. Ansonsten biete ich halt auch Reitferien an. Und also im Sommer war ganz toll. Da hatten wir auch, ich glaube, 7 Kinder hier. 24 Stunden Betreuung, das hast du zu tun. Es werden immer mehr Kinder auf dem Ponyhof Kudova in Schönewalde. Mittlerweile ist sogar einigen Berlinern die Schönheit des Hofes und der Spaß beim Reiten aufgefallen. Aber keine Sorge, für neue Reitwillige ist immer ein Plätzchen frei.